Kamioen von der Kollekt von der Wallolux gehören mittlerweile zum gewinnten Bild, aber alle guten Lützebäuer, die verrastiert. Die Jacquenheit gelehen hat, sogenannten PMC-Verpackungen aus Plastik, Metall oder Karton, zum Beispiel von Getränks, zu recyceln. Alle zwei Wochen können sie dafür ihre blaue Sack für ein Tier stellen, angesammelt von einem von den 13 Kamioen, die an 104 Gemengen den Tour machen. Den zentralen Objekt von der 1995 gegründeten ASBL Wallolux ist die Promotion von der Mülltrennung zu Lützebüsch mit der damit verbundenen Koordination von einer selektiven Kollekt durch das Land. Die Kip von der Wallolux ist an einem Kontakt mit Gemengen, Schulen, Betrieben und Einzelbürger für ihr ganzes System zu optimisieren und auszubauen. Das geschieht nach dem Prinzip von der gedeelten Responsabilität von allen guten beteiligten Akteuren, für nachhaltige Lösungen für einen Notfall zu finden. Dazu gehören Verbraucher, Politiker, die Industrie und die Recyclingbranche. Die von der Wallolux gesammelten Quantitäten gehen dabei zu Jahren an die Lourdes und landen hier am Land an einem grossen Centre de Tri. Ein voller Kamion entspricht ungefähr dem Verbrauch von 1000 Haushalten an zwei Wochen. Von hier aus gehen die Blue Sack da weiter gesondert. Dabei kommen höchst sophistikierte Maschinen an den Ersatz, die verschiedenen Farben und verschiedene Gewichte von den Verpackungen erkennen, aber in einem Druckluftsystem ganz gezielt, zum Beispiel Dunkelemballagen, von den anderen trennen. Dunno könnt nach einem manuellen Tri für die Selektion zu verfeinern. Wird den automatischen Tri schon Aluminium aus Stahl von Blecheverpackungen herausgesondert, gerade wie Kartonsverpackungen, und dunno nach die farbigen PET, also bleiben immer noch unerwünschte Verpackungen, die an der manuellen Etappe eliminiert gehen. Nur aus der PET nur Farbe getrennt und Kaffee recycelt gehen. So können zum Beispiel den Transparenten an den Zyklus für die Produktion von neuen Emballagen oder auch Fließstifter oder Kuetten. Rund 2500 Tonnen transparente PET gehen so alle zu Lützebüsch gesammelt und ist neu verwehrt. Von Lützebüsch aus geht der gesammelte transparente Plastik dann an Bourgogne bei einem Recyclage von PET spezialisierten Betrieb. Aus einem Umkreis von 500 km gehen heute die gesammelten Plastikflaschen und Verpackungen geliefert. Der Betrieb hat eine Kapazität von 46.000 Tonnen am Jahr. 2.500 Tonnen davon kommen demnach von Lützebüsch. Heute zu Boden wird der Betrieb weiter verfeinert. Auch heute geht es darum, die Färbespartikeln von den Flaschen zu trennen. An einem Bad schwammen Stöpp so oben ab und können eliminiert gehen. Da der höchste Qualität vom PET, den es neu verschafft wird. Alles in allem ist dieser Prozess so raffiniert, dass rund 75% vom Plastik von den ungelieferten Emballagen nicht können verwehrt gehen. Ein Produkt von dieser Unität sind die sogenannte Chips, die späterhin zu verschiedenen Granulien verschafft gehen. Basisprodukt für neue Emballagen oder andere Produkte auf Basis für Plastik. Nächste Regel auf Lützebüsch. Wir sind an einer anderen Unität von einem von den Liedern weltweit am Bereich vom Recyclage von Plastik. Als Chips gehen hier an einer Restetappe zu kleinen Granulien verschafft, da das der sogenannten RPET, der recycelten PET. Die Granulien kommen dann aus Spritzgießmaschinen, die den PET erhitzen und verflüssigen, und dann unter hohem Druck zu kleinen Zylinderformen. Heraus kommen so die vier Formen von neuen Plastikflaschen. Die ganze Produktion läuft quasi vollautomatisch und vervollständigt das geschlossene Circuit Bottle to Bottle. Um Endprodukt, der sogenannte Präformen, ist schon den originalen Schraubenverschluss drin, der Rest von der Form wird später hinabgeblasen zu der fertigen Flasche. An den neuen Plastikflaschen ist dem nur ein variablen Anteil von recyceltem PET.
Sie sind dem neuen Teil von einem Zyklus, den sich theoretisch unendlich stark wiederholen kann. Ziel für die Zukunft muss es sein, die Mülltrennung und die Recyclage weiter zu perfektionieren, für so wenig wie möglich neue Rohstoffe für die Verpackungen zu verbrauchen.